Fantastic. Guten Tag, willkommen zur 17 Uhr Folge von Let's Play Clash of Clans mit dem Fred. Und heute mal unter dem Motto Farmen optimieren. Ich habe nämlich mir etwas überlegt. Und zwar habe ich mir überlegt, ich habe ja jetzt 240 Truppenplätze zur Verfügung. Und eigentlich brauchen wir die ja gar nicht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen normalen Angriff. Und dann habe ich mir überlegt, müssten ja eigentlich so circa 175 bis 200 Truppen ausreichen zum Farmen. Und ja, deswegen müssen wir mal gucken. Also ich habe bisher immer angegriffen, wenn meine Lager voll waren, also mein Armeelager. Allerdings hatten wir da gestern noch so eine Diskussion im Clan, wie das überhaupt ist, wenn man die Suche schon startet und die Truppen dann weiter ausgebildet werden. Das habe ich dann mal kontrolliert. Also ich war erst davon ausgegangen, die Truppen werden einfach, werden dann erst weiter ausgebildet, sobald, also nochmal ganz von vorne, also ich habe meine Lager voll. Ich gehe dann, ich will angreifen, ich gehe also auf Suchen, so wie jetzt gerade auch. So, dann bin ich davon ausgegangen, die Lager oder die Truppen werden erst weiter produziert, sobald ich auch wirklich die erste Truppe setze. Ne? Also wenn ich jetzt hier suche, bildet da nichts weiter aus, weil ja die Lager noch voll sind, rein theoretisch. Das ist aber falsch. Er bildet sofort weiter aus, das habe ich nämlich noch getestet, indem ich einfach gestoppt habe, wie lange das Gesuche gedauert hat und so weiter und mit dem Angriff. Und dann geguckt habe, wie viele Truppen dann hinterher wieder ausgebildet waren. Und es waren mehr Truppen, als wenn er jetzt erst angefangen hätte auszubilden, wo ich überhaupt erst die erste Truppe gesetzt habe. Von daher, eigentlich mal ganz lustig zu wissen, weil ich hatte es im Internet nirgends gefunden, weil, ich gedacht hatte, es wird vielleicht im Clash-Wiki oder so stehen, stand es aber nicht. Von daher, ja, war ich dann ein bisschen unschlüssig und hab's dann mal einfach mal ausprobiert und es gilt aber nur, wenn du die Suche nicht abbrichst. Ne? Also du brichst die Suche nicht ab. Wenn du die Suche abbrichst, dann setzt das wieder zurück. Also nicht nur wenn du wirklich suchst, du greifst dann an und du brichst die Suche nicht ab. Dann bildet er die Truppen schon sofort aus. Von daher, naja, müssen wir mal gucken. So, wir nehmen jetzt natürlich mal eben den Loot hier mit, aber auch wirklich nur den Loot. Wobei, nee, das ist mir jetzt auch zu viel Arbeit, dann noch was zu machen. Nehmen wir mal eben noch die Bogenschützen, holen mal eben noch das Gold aus der Mine raus und dann, warte mal, 1, 2, 3, nochmal eben schnell. Und dann, ich hasse es, wenn die so blöd sind und auf die Königin erst draufgehen. Ich will einfach nur das Gold haben. Los! So, jetzt Gold geholt, alles fertig. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie viele Truppen wir denn dann haben. Aber trotzdem finde ich, sollte es trotzdem reichen eigentlich, wenn wir bei 175 loslegen. 175 bis 200 würde ich mal schätzen. Das ist einfach so eine, was ich mir so überlegt habe, weil ich sonst wirklich immer angegriffen habe, wenn ich volle Lager hatte. Also als Rathaus 9er natürlich 220 Truppen und jetzt als Rathaus 10er noch ein paar mehr. Hier habe ich noch ein paar Magier für Kira, für den Clankrieg. Und hab mir aber überlegt, es sind eigentlich zu viele Truppen. Wenn ich jetzt wirklich hardcore farme, dann sind es zu viele Truppen. Es dauert einfach. Ich will auch keinen Boost benutzen. Ihr seht, ich habe null Juwelen. Ich kann nicht boosten. Von daher, im Grunde Zeitverschwendung. Dann können wir denn vielleicht ihm schon mal die Magier spenden. Ja, haben wir es doch schon mal. Ein Magier. Oh, wir können ihm einen Magier schon spenden. Na, immerhin. Immerhin schon mal etwas. Das heißt, wir haben jetzt aktuell 166 Truppen fertig. So. Das heißt, ich warte jetzt mal so, ich würde mal schätzen, ich mache jetzt mal eben einen kleinen Cut, warte noch eben so 1-2 Minuten ab, bis wir denn die Truppen dann fertig haben, soweit wie ich sie dann halt möchte. Also denk mal so ungefähr 175 bis 180 Truppen müssten eigentlich locker ausreichen, weil wir ja immer davon ausgehen, wir wollen ja nur die Minensammler abfarmen. Wir haben sowieso nur gerade Bam mit welcher Aufstellung, 26 Lakaien, 78, wir haben relativ viele Barbaren. 78 Barbaren, 39 Bogenschützen, ist eigentlich schon wieder ein bisschen zu viel, weil ich in der einen Kaserne ja noch die Magier gemacht habe. Das heißt, wir hatten einen kleinen Barbarenüberschuss, aber okay. Muss ich das mal eben kurz umändern. So, hier ein paar Barbaren. Deswegen, 175 bis 180 Truppen müssten es dann eigentlich sein, die wir brauchen. Deswegen lasse ich es jetzt mal eben noch kurz durchlaufen. Und dann müssten wir eigentlich sofort loslegen können. Und ich könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, das interessiert mich ja immer. Wie macht ihr das denn? Also schreibt am besten dabei, welches Rathaus seid ihr? Seid ihr Rathaus 6, 7, 8, 9, 10? Dementsprechend habt ihr natürlich die Truppenkapazitäten. Ja, hier Rathaus 8, 200, dann Rathaus 9, 220 und dann halt Rathaus 10. Je nachdem, wie weit ihr dann eure
Lager schon ausgebaut habe. Ich bin jetzt gerade jetzt erst fertig geworden mit den Lagern. Das heißt, ich hatte vorher ja natürlich nur 235, dann nur 230 und so weiter und so fort. Deswegen macht es in meinen Augen eigentlich nicht so viel Sinn zu warten, bis die Truppen vollständig fertig sind. Was gegen diese Theorie spricht, ist natürlich, wenn du wirklich mega Loot findest, dann ärgerst du dich, dass du nicht alle Truppen hast. Ne? Das ist halt so die Kehrseite der Medaille, dass du dann denkst so, hätte ich doch mal besser alle Truppen ausgebildet, die ich habe. Das ist so das, was so dem entgegenspricht. Aber wir probieren es trotzdem mal. Warte jetzt mal eben noch ab 180 Truppen. So, 180 Truppen haben wir jetzt und wir stürzen uns jetzt mal ins Getümmel. Ich werde da natürlich einen Cut machen, werde die Suche allerdings jetzt nicht abbrechen, weil er natürlich die Truppen weiter ausbilden soll im Hintergrund. Allerdings ist das Lager sowieso nicht voll, von daher tun sie das so oder so. Also selbst wenn ich jetzt abbreche, ändert das ja an der Ausbildung der Truppen gar nichts. Oh, hier haben wir doch einen, der zumindest schon mal etwas hat. 168.000, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel der da drin hat. Die Lager sind doch... Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Wir nehmen es einfach mal mit. Gucken einfach mal, was er jetzt so effektiv hier drin hat. Ja, König ist immer scheiße. Allerdings haben wir ja zum Glück noch ein paar Lakaien dabei. Das macht es schon um einiges leichter. So, die Lakaien kümmern sich jetzt schon mal um das... Okay, wir probieren es jetzt einfach mal. Das ist jetzt wirklich mal der Test. Reichen die 180 Truppen aus oder reichen sie nicht aus? Wie gesagt, immer unter der Voraussetzung, wir brauchen keine Pokale. Wir wollen wirklich nur den Loot haben. Oh, Clan-Truppen hat er auch noch. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall jetzt noch sogar noch... Zusätzlich müssen wir da sogar noch fix sein und schnell alles wegfarmen, bevor die Clan-Truppen dann überhaupt kommen. So, mal eben gucken. Ach komm, nehmt doch eben noch das mit. Nehmt die noch eben mit. Schön. Wo haben wir denn noch was? Da unten haben wir noch was. Da haben wir auch noch was. Direkt neben die Luftabwehr. Das ist natürlich auch sehr schlau. So, da haben wir noch was. Ja, das sieht so schlecht. Sieht's gar nicht aus momentan. Wir nehmen jetzt uns noch ordentlich was mit. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wenn wir dann effektiv dann so einen Strich drunter ziehen, wie viel wir da mitgenommen haben. Allerdings, so viel ist es jetzt auch nicht. Ja, ein paar Truppen habe ich ja auch noch. Gucken wir mal. Ich gebe jetzt gleich auf jeden Fall auf. Wir haben jetzt alles soweit. Was wir draußen mitnehmen konnten, haben wir jetzt mitgenommen. Ja, ist okay. 95.000, 191.000. Das war ja ungefähr abzusehen, dass das so wird. Allerdings auch nicht so viele Truppen benutzt. Und jetzt haben wir wieder 44 Truppen im Lager. Das heißt, ich mache jetzt mal eben noch kurz einen kleinen Cut. Werde jetzt natürlich noch ein paar Truppen wieder ausbilden. Bis auf die Magier, die ich noch dem Kira spenden muss. Allerdings nehme ich jetzt für die Aufnahme trotzdem mal noch 20 von beiden Kasernen, nämlich noch von, 20 Lakaien noch mit, einfach damit schneller geht. Auch wenn ich momentan eigentlich eher nur mit Barge angreife. Hier haben wir noch den Magier. Wobei, die Magier muss ich für die Aufnahme auch mal eben kurz unterbrechen. Das dauert sonst auch einfach zu lange. Lieber Kira, das musst du verstehen, aber deine Magier müssen jetzt mal eben kurz warten für die Aufnahmen. Okay, wir machen mal eben einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier einen gefunden, nicht ganz so viel, aber doch ein bisschen was. Und ihr seht es schon, ich habe mehr als 180 Truppen. Ich habe nämlich zwischendurch noch ein Rathaus gesnipert und deswegen wurden immer natürlich wieder Truppen nachproduziert. So wie es auch sein soll. Deswegen haben wir jetzt mehr als 180 Truppen. Die Truppenausbildung hat ungefähr so schätzungsweise 7-8 Minuten gedauert. Also geht relativ fix. Hier sehen wir es, die Minen und Sammler recht gut gefüllt, was dann am Ende so ein Loot ergibt. Ja, ihr seht 135.000 und dann nochmal ca. 100.000 noch an Elixier dabei. Also ist es okay, kann man sagen. Eben setzen wir noch ein paar Truppen mal eben hinterher. Und wie gesagt, ich will auch gerne hier noch schnell mal eben das mitnehmen, ohne großartig auf die Pokale zu schauen. Ja, der König Level 8, gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. So, wobei, hier können wir die Pokale, glaube ich, sogar mitnehmen. Wenn wir jetzt hier nochmal eine Ladung an Bogenschützen hinterher feuern. Was haben wir denn sonst noch? Wo hat er denn noch was? Wir sehen es. 1, 2, 3. Oh, er hat noch 3 Goldminen hinter den Mauern, die ich mir natürlich auch noch gerne schnappen möchte, weil er natürlich, wir sehen es, 90.000 Gold hat er noch zur Verfügung. Holen wir uns mal eben noch. Kein Problem. Holen wir uns noch eben. Wir haben noch 70.000. Unten hat er jetzt noch was. Komm, die nehmen wir auch noch mit. Die nehmen wir auch noch mit da unten. So, die haben wir auch. 30.000 hat er noch. Bedeutet 1, 2, 3, 4. Die nehmen wir mal eben noch mit. Ja, wie gesagt, Luftabwehr ist immer scheiße.
Ah, 24.000 hat er. Okay, er hat noch einen Rest, hat er noch in den Lagern. Allerdings, hier ist noch ein Gebäude, was wir uns so mitnehmen können. Das können wir uns auch noch so mitnehmen. Dann gucken wir mal, wie viel wir da noch hinkriegen. Das wird. Aber auch noch. Na, nicht, ist nicht mehr im Radius. Das ist noch im Radius der Luftabwehr. Ansonsten wird die Königin uns gleich wahrscheinlich noch die restlichen Prozente eben besorgen. So, 46%. Und die Bauhütte zählt natürlich auch noch jetzt als Todesgebäude. 47%. Ah, komm, wir holen uns noch eben das Dunkle. Wir holen uns das Dunkle noch eben aus dem Bohrer. Ah, jetzt geht die Königin natürlich direkt erstmal da drauf. Das sollte sie eigentlich nicht tun, aber ist auch egal. So, komm, holen wir eben den Bohrer. Den Bohrer noch eben geholt und ist okay eigentlich. Für die verwendeten Truppen, meine ich, ist es immer alles in Ordnung. Halt, wie gesagt, das Dunkle ist momentan etwas scheiße, weil ich natürlich momentan nichts dabei kriege. Deswegen nehme ich normalerweise immer nur Bartsch momentan, bis natürlich jetzt auf die Aufnahme. Allerdings kann man sehen, ich habe jetzt schon wieder 99 Truppen fertig. Also das lohnt sich auf jeden Fall schon immer natürlich darauf achten, dass die Kasernen auch voll sind. Nicht, dass dann irgendwann Leerlauf entsteht. Wenn ihr wirklich dauerhaft farmt, ich werde jetzt gleich nicht mehr weiter farmen, weil ich jetzt gleich noch weg muss. Von daher werde ich jetzt auch die Lakaien gar nicht mehr ausbilden. Habe jetzt hier noch die drei Magier gemacht für Kira. Und sind wir dann auch schon am Ende dieser Folge. Morgen gibt es Clankrieg. Es wird richtig hart. Ihr seht es ja, gegen The Vultures. Wie spricht man das? Vultures? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein amerikanischer Clan mit 115 Siegen. Sie müssen mal ihre Clanbeschreibung upgraden, ihr Clanbeschreibung ein bisschen upgraden. Da steht immer noch 114. Wird richtig schwierig werden, aber ich freue mich. Es wird auf jeden Fall lustig werden. Das können wir schon mal festhalten. Deswegen danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben und vergesst das Abonnieren nicht für mehr Clash of Clans, Plunder Pirates, Boom Beach, Minecraft-Content und so weiter und so fort. Bloons natürlich auch mal immer diese Woche. Macht's gut, wünsche euch noch einen schönen Start in die Woche. Ciao!